Herzlich willkommen zu meiner Gaming Room Tour. Am Anfang vom Video wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass alle Sachen, die wir hier vorstellen, unten in der Videobeschreibung verlinkt sind. Könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr an irgendwas Interesse habt. Und ja. Als erstes möchte ich euch hier meine Boxen vorstellen. Das ist einfach eine ganz normale Stereoanlage von der Marke Yamaha. Ich benutze sie einfach mit dem AUX-Kabel am PC. Und ja. So, die nächste Sache, die ich euch vorstellen will, ist mein Mauspad hier. Das ist ein Razer Firefly. Hat eine schöne Beleuchtung hier unten dran. Sieht ganz cool aus. Vor allem, wenn alles andere hier auch leuchtet. Und dann würde ich auch gleich mal sagen, komme ich hier gleich zur Maus. Das ist eine Rocket Kiro. Die besitze ich jetzt schon seit 2 Jahren und ich bin sehr zufrieden damit. So, dann kommen wir jetzt mal zu meinen Kopfhörern. Das sind Kingston HyperX. Ja, eine Sache wollte ich dazu noch sagen. Die Kopfhörer sind an sich echt gut, aber irgendwie spielen sie nicht so zusammen mit meinem Mikrofon. Deshalb habe ich hier dieses Mikrofon, das hier dran ist, abgebrochen. Ich frage jetzt wahrscheinlich, warum machst du das und bist du dumm? Aber es liegt einfach daran, das Mikrofon hat damit irgendwie, ist es damit gar nicht klar gekommen. Man konnte das zwar ausschalten, trotzdem hat das Mikrofon immer noch irgendwelche Störgeräusche gemacht und das hat sich einfach echt blöd angehört und deshalb habe ich es abgemacht, weil man es auch irgendwie nicht richtig deaktivieren konnte. Und ja, genau. Und in dem Sinne kommen wir gleich hier mal zu meinem Mikrofon, und zwar das ist das ein Rode NT1A, was an einem schönen Mikrofonarm hängt. Genau. Und ja, ist eigentlich so ein richtiges Standardmikrofon, ist aber ein ziemlich gutes Mikrofon für Sprache. Da der Ton vom Mikrofon ja auch irgendwo in den PC rein muss, habe ich hier ein ziemlich kleines Mischpult, und zwar ein Xeni 302, wird über USB an den PC angeschlossen. Das Mikrofon kommt hier oben rein. Und genau, das steht normalerweise hier hinten in der Ecke. Es ist nicht sehr groß und deshalb nervt es auch nicht. Genau. So, das Bild, was ihr gerade gesehen habt, kommt von meiner Facecam, die ich eigentlich nur zum Videos machen benutze. Und ja, das ist eine Logitech C270 mit 720p Auflösung. Und ja, hängt da oben auf meinem Bildschirm drauf. Da. So, damit ich auch vernünftig zocken kann, habe ich hier eine mechanische Logitech G910 RGB beleuchtet und genau, ist eine ziemlich leise Tastatur dafür, dass sie mechanisch ist. Also sie ist nicht sehr laut, was man von mechanischen Tasten eigentlich kennt. Und ja, ich mag die Tastatur eigentlich sehr gerne, weil sie ist eigentlich perfekt so für meine Handgröße. Und genau. Nochmal zur Erinnerung, ihr findet alles, was wir hier zeigen, in der Videobeschreibung, wenn ihr Interesse habt. Einfach mal reingucken. So, dann habe ich jetzt hier noch 3 Bildschirme von der Marke Iliyama. Sie nennen sich Blackhawk G-Master. Ich habe 3 hier drauf und ich habe sie an die Wand gehängt, weil ich sie nicht hinstellen wollte. Und zwar habe ich mir hinten solche Halterungen dran gemacht. Und ja, die hängen an der Wand. Genau. Ja. So, die Bildschirme haben alle 24,5 Zoll und eine Herzrate von 75 Hertz und sie sind alle auf 1080p, nicht 4K, weil ist eigentlich unnötig, finden wir. Und ja, genau, das war's von mir, von meinem Setup hier. So, ich wollte euch ja noch meinen PC da unten vorstellen und der ist jetzt mittlerweile, habe ich jetzt den seit 3 Jahren. Aber ich habe zwischendurch sehr viel ausgetauscht und alles, was im Moment drin ist, habe ich jetzt seit ungefähr einem Jahr. Und ja, ich fange jetzt einfach mal bei der Grafikkarte an, und das ist eine Nvidia GTX 1060 mit insgesamt 6 GB Grafikspeicher. Ja, die Karte hat genug Anschlüsse, dass ich alle 3 Bildschirme über die Grafikkarte laufen lassen kann. Und ja, genau, damit die Grafikkarte und alles andere im PC nicht zu heiß wird, habe ich insgesamt 6 Lüfter verbaut, und zwar 2 Be Quiet Silent Kings,
Die sind oben in meinem Gehäuse drin und dann noch vier Corsair AF120. Die sind insgesamt, zwei davon sind unten in meinem PC drin und zwei sind an der Seite. An Festplatten habe ich 2 × 1 TB. Das sind WD Blues, also das sind einfach ganz normale Desktop-Festplatten. An SSD habe ich nicht so viel Speicher, das sind nur 120 GB von Kingston. Im Prozessor habe ich einen Intel Core i7-6700K mit insgesamt 4 Prozessorkernen. Und ja, den habe ich jetzt tatsächlich schon seit 3 Jahren und der läuft immer noch super. Wie gesagt, alle Sachen sind unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns gleich bei Leon wieder. Herzlich willkommen zu meiner Gaming Room Tour und los geht's. So, wir fangen an mit meinen PC-Lautsprechern. Ich habe hier die Bose Lautsprecher von der Serie 3 und ich finde sie sehr cool, weil man auch gleich die Kopfhörer anschließen kann und ja, mir gefallen sie sehr gut. So, als nächstes kommen wir zum Mauspad. Das ist von Aukey, ist ein ziemlich großes Mauspad, wie man hoffentlich sehen kann. Daneben habe ich noch ein Just Gaming Mauspad, 209er, weil eben, wenn ich hier so zocke, dann tut irgendwann mein Ellenbogen weh, darum habe ich das hier liegen, weil es eh keiner andere braucht. Und ich bin damit sehr zufrieden und wir gehen weiter. So, weiter geht's mit meinem Mikrofon, das ist das gleiche wie Felix hat, das Rode NT1A und mit einem schönen Mikrofonarm. Hier habe ich auch noch ein Pop-Socket hingemacht vom alten Mikrofon und weil, keine Ahnung, doppelt hält besser. Und ja, mehr braucht man auch da nicht zu sagen, weil Felix schon alles gehabt hat und weiter. So, als nächstes habe ich hier das Mischpult von Behringer Zenix 802. Hat 2 XLR-Anschlüsse und noch ein paar unwichtigere, ne? Brauche ich nicht, brauche nur das. Und ja, ist ganz cool, weil man hier auch sieht, wie laut du bist und ja, hier ist, muss man alles einstellen, Effekte brauche ich nicht, braucht ihr wahrscheinlich auch nicht, außer ihr habt so eine Band oder sowas, keine Ahnung, finde ich sehr gut. Und Tipp, falls ihr euch das kauft, kauft euch noch ein Kabel, die 2 Kabel, damit auch das in den PC rein kann, außer ihr habt eine Soundkarte drinnen im PC, da braucht ihr es natürlich nicht, aber Feedback von mir, sehr gut, kann ich nur weiterempfehlen. So, das sind meine Kopfhörer, Beyerdynamic DT 77 Pro 80 Ohm, frag mich nicht, für was das 80 Ohm steht, das weiß ich selber nicht. Sind Studio-Kopfhörer, sind kein Headset, weil ich brauche kein Mikrofon an den Kopfhörern, weil ich habe ein Mikrofon hier und die taugen gut, weil du hörst auch nichts, wenn man sie aufhört und sind super zum Zocken und fürs Gaming. So, kommen wir weiter zu meiner Maus. Hier habe ich die Rocket Cone EMP und habe an den Seiten 2 noch seitliche Knöpfe mit einer RGB-Beleuchtung drauf und hier ein Minus und Plus für die Mausempfindlichkeit und ein gesleeftes Kabel und ja, bin zufrieden damit und gehen wir weiter zum nächsten Teil. Weiter geht's mit meiner Facecam, da habe ich die 10920 Full HD und bin sehr zufrieden, kann alles, was man braucht, hat einen Autofokus integriert und ja, mehr braucht man auch darüber nicht zu sagen, weil es einfach eine Facecam ist, ne? Weiter geht's mit meiner Tastatur, da habe ich die Razer Black Widow Chrome V2 mit einer RGB-Beleuchtung, 16 Millionen Farben, man kennt ihn, und die hätte eigentlich auch schöne Effekte, nur mein PC schafft es nicht, die App zu installieren und darum habe ich jetzt einfach weiß, aber das schaffe ich noch, das zu installieren und weiter geht's. Hallo. Weiter geht's mit meinem Gaming-Stuhl, da habe ich den DX Racer Robots Loot und ist sehr bequem, ist alles abnehmbar, hier das ist auch abnehmbar, hier verstellbar und das ist die maximale Rücklehne, so, wer braucht es, keiner, nur zum Chillen und so ist halt komplett gerade, dass auch mit dem Teil gerade Rücken hat und ist sehr bequem auch, ist aus Leder und ja, ist ganz gut. Weiter geht's mit meinem Greenscreen von Elgato und zwar machen wir hier einfach auf und kann man dann auch hier schön hochziehen und ja, sieht dann so aus, kann man dann ausgehen und ja,
Sehr schön. Kann man auch sehr gut, wie ich finde, einfach und leicht zumachen und kann man auch leicht mitnehmen und ja, kriegt gute Bewertung von mir. Ganz am Ende kommen wir jetzt auch zu meinem PC und zwar ist hier erstmal das Gehäuse von Sharkoon in der Red Edition. Die gibt es auch in Blau und in Grün. Ich habe sie mir in Rot bestellt und bin sehr zufrieden damit. Sind eingebaut, in, wenn man das Gehäuse bestellt, zwei Lüfter vorne und einer hinten. Und das ist erstmal das Gehäuse. Weiter geht's mit meinem Kartenleser. Das ist vor allem für mich wichtig, weil ich ja Videos für euch mache. Jetzt auch viel machen will, werde, wenn jetzt wenn nicht mehr Schule so stressig ist. Man kennt den Hasen, 10. Klasse. Moin. Weiter geht's mit meinem CPU-Lüfter, der ist von Be Quiet, das ist der Darkrock 3. Der hat 190 Watt und ja, ist auch gut. Weiter geht's mit meinem RAM, da habe ich insgesamt 16 GB RAM, ein 2.8er drin. Die sind beide von G-Skill und finde ich auch sehr gut. Dann weiter geht's mit meinem Mainboard. Das ist das Asus Z170 Pro Gaming. Und ja, mehr weiß ich dazu ehrlich gesagt auch nicht. Dann habe ich die gleiche Grafikkarte wie Felix, Asus Nvidia GTX 1060. Dann habe ich in meinem PC noch zwei Festplatten drin. Eine SSD mit 480 GB von SanDisk und eine HDD mit 2 TB. Und das ist die Black Edition. Das Netzteil ist von Be Quiet auch. Das ist das Dark Power Pro mit 750 Watt und hat eine Auszeichnung 80 Plus, Silver Edition. Und ja, das war's eigentlich von meinem PC. Und habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Gut. Das sind wir auch mit meinem Gaming-Zimmer durch. Und dann sehen wir uns gleich in der Abmodivier. Gut, das war jetzt unsere Vorstellung von unseren beiden Gaming-Setups. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr so für Setups daheim habt. Und gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Daneben auch natürlich die Glocke drücken, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Also bis demnächst. Haut rein. Ciao. Ciao.